Wir freuen uns sehr, dass Sie alle da sind, dass wir so hochkarätige Speaker hier willkommen heißen. Ich weiß nicht, ob Sie es wussten, dass wir ein ganz tolles Programm vor uns haben werden. Wir hatten gestern schon einen wunderbaren Abend mit Ernst Ulrich von Weizsäcker, Minister Lies, Monika Griefern und einem ganz tollen Publikum und freuen uns jetzt heute mit euch und Ihnen den Tag genießen zu können. Wir möchten die Gelegenheit nutzen, einmal zu zeigen, warum wir das ganze Thema für so wichtig halten und warum wir alle sicherlich aus einer geteilten Meinung auch uns hier treffen. Denn so wie es aktuell um die Welt bestellt ist und um uns und um das, was wir an Fußabdruck aktuell hinterlassen, sieht es nicht gut aus. Es ist Zeit zu handeln. Die Art und Weise, wie wir wirtschaften, von der Wiege zur Bahre, von Cradle to Grave, ist nicht zukunftsfähig. Wir verlieren unsere Rohstoffe, wir vergiften uns mit tonnenweise Müllberge um uns herum. Und wir stellen uns die Welt ganz anders vor. Wir stellen uns eine Welt vor, in der Menschen miteinander leben können, die aus ganz vielen Dingen besteht, die positive Einflüsse haben, die uns positiv bewirken und wo wir einen positiven Einfluss auf diese Welt haben. Das heißt, wir sind auf dem Weg in eine neue Zukunft, in eine Zukunft, in der wir uns wünschen, dass das ganz, ganz anders ist vor allen Dingen. Und wie dieses anders aussieht, ist sicherlich die zentrale Frage, die wir hier diskutieren wollen. Deswegen heißt dieser Kongress ja nicht Zukunftskongress, sondern Cradle-to-Cradle-Kongress, denn wir haben eine Idee davon, wie wir uns diese Zukunft vorstellen. Wir haben eine Vision, die dahinter liegt und wir als Cradle to Cradle e.V. verstehen uns auch als der Akteur, der dabei hilft, das zu formulieren und zu erklären und verständlich zu machen. Um das zu erklären, zeigt diese schöne Abbildung, dass wir Cradle to Cradle in Designschule, in Designkonzept und Denkschule einteilen. Was meinen wir denn damit? In der Denkschule reden wir davon, wie sehen wir uns Menschen auf dieser Erde? Wir können einen positiven Fußabdruck hinterlassen. Wir können anders handeln und wir können nicht nur weniger schlecht sein, sondern wirklich die Sachen anders machen. Genau. Und jetzt käme eigentlich ein super Joke auf dem Bildschirm. Deswegen wirklich nützlich sein und anders handeln heißt, wir haben ein bisschen flapsig formuliert, da hat uns Michael Schmidt-Salomon dabei geholfen, denn der ist besonders wortgewandt als Philosoph. Nicht die gestiegene Biomasse der Menschen ist unser Problem, sondern unsere zu wenig genutzte Hirnmasse. Und darum geht es. Es geht darum, das Gehirn anzuschalten und es geht darum, die Dinge anders zu machen. Und wir glauben daran, dass es nicht darum geht, wie viele Menschen wir auf dieser Erde sind, sondern dass es darum geht, welche Handlungen wir vollziehen und wie wir und was für einen Fußabdruck wir hinterlassen. Und wenn wir sehen, andere Lebewesen auf dieser Erde können positive Fußabdrücke hinterlassen, die tragen dazu bei, dass Ökosysteme aufgebaut werden, dass wir Kohlenstoff in Böden speichern. All diese Dinge passieren, weil es andere Lebewesen gibt. Und warum wollen wir denn nur weniger schlecht sein? Wie sieht das ganz konkret aus? Wir haben auf der nächsten Folie einmal aufgemalt, dass es neben der Denkschule natürlich auch den konkreten Cradle-to-Cradle-Design-Konzept-Ansatz gibt. Und wenn wir von Design-Konzept reden, dann meinen wir zwei Sphären, zwei Kreisläufe. Wir haben hier den biologischen Kreislauf und den technischen Kreislauf. Im biologischen Kreislauf sprechen wir von Verbrauchsprodukten. Demhingegen im technischen Kreislauf, in der Technosphäre, sprechen wir von Gebrauchsprodukten. Das heißt, in der Biosphäre müssen wir unsere Produkte so gestalten, dass sie sich auch verbrauchen lassen, dass die Materialien, wenn sie sich abreiben oder reduzieren, wenn sie unweigerlich in die Umwelt gelangen oder damit in Kontakt sind, dass sie dann abbaubar sind und wieder Teil eines biologischen Kreislaufes werden. In der Technosphäre hingegen zirkulieren Materialien in technischen Kreisläufen. Das heißt, wir haben unterschiedlichste Materialien, die aber nur gebraucht werden und deswegen natürlich immer wieder in dem Kreislauf zirkulieren können und nicht abgenutzt werden. Das heißt, eine Waschmaschine muss ja nicht für biologische Kreisläufe gemacht sein, wenn ich sie so konzipiere, dass ich die Materialien nach ihrer Nutzung wieder in Kreisläufe bringen kann. Was dabei ganz wichtig ist, und das ist wirklich ein flammender Appell auch an dieser Stelle, weil wir weltweit mittlerweile den zentralen Begriff der Circular Economy diskutieren, was sehr gut ist, weil es eine sehr breite Bewegung wird und weil wir es auf unterschiedlichen Ebenen diskutieren. Was aber nicht unbedingt in dem Begriff Circular Economy steckt, aber bei Cradle to Cradle ein ganz zentraler Anteil ist, ist, dass wir die Materialien positiv definieren.
dass wir uns darüber austauschen und festlegen, was wir nutzen, dass wir Dinge in unseren Produkten verwenden, die gesund sind. Das ist mindestens genauso wichtig wie die Aspekte der Kreislaufführung. Denn wenn wir dann am Anfang schon wissen, was drin ist, erst dann kann eigentlich eine Kreislaufführung auch wirklich vonstatten gehen. Also nicht einfach lineare Produkte in Kreisen führen, sondern von Anfang an die Dinge richtig designen, richtig gestalten und für das Nutzungsszenario konzipieren. Genau. Die Videoeinblendung. Ich glaube, das hätten wir mal üben sollen. Was wir zeigen wollen, ist, dass es neben uns als Akteur viele weitere Akteure in der C2C-Community gibt, dass sehr, sehr viel passiert. Und zwar als erstes, einmal im Baubereich haben wir mal gezeigt. Wir haben Beispiele in Venlo, in Essen, in Berlin oder in Düsseldorf, wo wir sehen, dass im Gebäudebereich was ganz anderes möglich ist, dass wir mit Cradle-to-Cradle-inspirierte Gebäude erstellen können. Es gibt auch in ganz vielen anderen Bereichen viel, was sich tut. Cradle-to-Cradle kommt mittlerweile im Mainstream an. Wir haben große Unternehmen, die sich damit beschäftigen, Produkte danach herstellen. Und in ganz unterschiedlichsten Bereichen findet Cradle-to-Cradle Einzug. Und bis hin zu Regionen, wie zum Beispiel das Land Taiwan, mehr als eine Region, Projekte in Forschung und Entwicklung, Buildings as Material Banks, ein EU-finanziertes Förderprojekt für Materialkreisläufe in Baukreisläufen. Bis dahin, dass die amerikanische Umweltbehörde EPA den Cradle-to-Cradle Certified Standard als Preferred Standard herausgegeben hat und gesagt hat, das ist eine Art des Materialsourcings, die bevorzugt stattfinden soll in den Vereinigten Staaten. Und viele von Ihnen, viele von euch sind in diesen Projekten mit involviert und das soll das abbilden. Es sind schon wirklich viele Menschen, die sich in dem Bereich engagieren und es gibt schon viele Projekte, die dazu passieren. Was wir tun als Organisation ist, wir möchten diese Cases zusammenbringen, die Best-Practice-Beispiele sammeln, verbreiten, diskutieren vor allen Dingen. Plattformen dafür gründen wie diesen Kongress. Im Zentrum unserer Arbeit stehen Bildung und Vernetzung für uns. Das heißt, die Akteure, die wirtschaftlich handeln, die Akteure, die auch Wissenschaft betreiben, da passiert sehr viel. Wir möchten diese zusammenbringen und wir möchten das alles diskutieren und daraus Bildungsarbeit machen. Und jetzt kurz zeigen, neben dem Kongress, weil vielleicht einige von Ihnen nur den Kongress hier vor Ort kennen, wir machen noch sehr viel, viel mehr. Ja, unter anderem haben wir Aktionen mit unseren Ehrenamtlichen zum Thema zum Beispiel Verpackung in diesem Jahr gehabt, wo wir Themen aufarbeiten und uns angucken, was sind eigentlich, wie kann man Verpackung der Zukunft sehen, wie muss sowas anders gestaltet sein? Dann haben wir ein Printmagazin, was sich großer Beliebtheit erfreut, mittlerweile eingelistet in zahlreichen Bibliotheken, zum Beispiel des Umweltbundesamtes, in der Deutschen Nationalbibliothek, wo es hinterlegt wird. Also da präsentieren wir Beispiele, da diskutieren wir die Inhalte von Cradle to Cradle und schreiben einmal im Jahr ganz viel dazu nieder. Wir haben, wie ich gerade schon sagte, viele Ehrenamtliche, viele Menschen, die sich hier engagieren in dieser Organisation. Es sind mittlerweile über 700 Ehrenamtliche in über 50 Initiativen deutschlandweit, wo Menschen sich einbringen in ihren Regionen, Workshops machen, zu ihren lokalen Politikern gehen, Veranstaltungen machen und einfach sehr aktiv Cradle to Cradle voranbringen. Oder auch zu bestimmten Themen wie zum Beispiel Aktionswoche etc. Wir haben heute auf diesem Kongress über 100 Ehrenamtliche hier, die sich dafür einsetzen, dass dieser Kongress überhaupt möglich ist. Wir machen vielfältige andere Veranstaltungen, darunter Fachforen zum Beispiel. Die machen wir vor allen Dingen in Berlin, wo wir auch die Politik zu einladen und zu verschiedenen Themen diskutieren. Darunter aber auch unsere Akademie, das ist sozusagen das Kongress-Pendant, aber mit unserem Ehrenamt gemeinsam einmal im Jahr. Dieses Jahr fand die Akademie in Hannover statt zum Beispiel. Also all solche ganz unterschiedlichen Formate, die wir fahren. Und es gibt ein großes Projekt, was wir jetzt gerade angehen. Das ist das Cradle-to-Cradle Lab, was in Berlin eröffnet werden soll. Ein Reallabor für Cradle-to-Cradle, wo wir auf 300 Quadratmetern sichtbar machen wollen, was gibt es alles schon zu Cradle-to-Cradle, aber gleichzeitig auch einen Raum für Innovation bieten wollen und
einen Ort als Anlaufstelle, um Cradle-to-Cradle-Bildung zu erfahren, das heißt Seminare und unterschiedlichste Veranstaltungen mitzunehmen. Ja, und dann ist es natürlich dieser Kongress, der ein zentraler Baustein ist. Und wichtig ist uns natürlich herauszustellen, dass das Thema Textil aus unserer Sicht ein so wichtiges Thema ist, dass es genau eben aus diesem Grund Special Track geworden ist. Das ist das zweite Jahr, in dem wir einen Fokus machen, weil Textilien einfach sehr, sehr viele Menschen angehen, sowohl auf der Konsumentenseite, aber natürlich auch entlang der gesamten Wertschöpfungskette sind sehr, sehr viele Menschen weltweit daran beteiligt, dass Textilien erzeugt werden. Und es ist eine Industrie, die heute mittlerweile sehr, sehr dreckig abläuft und wir das große Potenzial sehen, dass es zu einer der saubersten Industrien werden kann mit einem Ansatz wie Cradle to Cradle. Außerdem tragen wir alle Kleidungsstücke, wir haben Textilien zu Hause an unterschiedlichsten Stellen und genau das werden wir heute diskutieren. Warum sind diese Stücke nicht dafür gemacht, für dieses Nutzungsszenario? Das heißt für Hautkontakt oder halt für drauf sitzen oder andere Nutzungsszenarien, die es geben kann. Von daher lassen Sie uns gemeinsam diesen Tag erleben, eintauchen in diese Themen. Textil wird ein Schwerpunkt heute sein, aber es ist eben nicht nur das. Wir haben eine große Themenbandbreite heute hier. Von daher, wir freuen uns sehr, dass Sie und ihr alle hier sind, dass wir gemeinsam diesen fünften Kongress heute hier begehen können. Und freuen uns, dass wir eine tolle Tagesmoderatorin gewinnen konnten, schon im zweiten Jahr heute. Und möchten an dieser Stelle Danke sagen, viel Spaß wünschen und das Wort übergeben an unsere Tagesmoderatorin Angela Ehlis. Ja, sehr herzlichen Dank, Nora und Tim. Ich bin sehr gerne gekommen und sage auch herzlich willkommen von meiner Seite, denn auch ich finde, dass es Zeit ist zu handeln und ich freue mich, wenn ich mit dazu beitragen kann, dass ein positiver Fußabdruck hinterlassen wird. Ja, jetzt haben mir Nora und Tim zuerst aufgegeben, dass ich Ihnen drei Karten formale Sachen mitteile. Das kennen Sie vielleicht auch schon vom letzten Jahr, das mache ich besonders gerne und ich hoffe, dass es hinter mir jetzt funktioniert, nämlich die erste Karte ist voller Dank und der ist natürlich ganz, ganz wichtig. Wir möchten Danke sagen zum einen an die Schirmherrschaft. Das ist das Ministerium für Umwelt, Energie und Bauen in Niedersachsen. Minister Olaf Lies, der ja gestern Abend da war. Es gibt auch ein herzliches Dankeschön an die Silberpartner, gefolgt von den Bronzepartnern. Das sind halt Sponsoren, die sehen Sie hier auf dieser Folie und die sind auch hinten im Programmheft nochmal alle benannt. Deshalb trage ich die jetzt nicht im Einzelnen vor, weil ich glaube, das ist sehr langweilig, wenn man solche Folien nur vorliest. Es gibt auch ein ganz herzliches Dankeschön natürlich an die Produktsponsoren. Hinter mir auch, wunderbar zu sehen. Ich möchte nur herausheben Lebensbaum, denn die versorgen uns den ganzen Tag mit Tee und Kaffee und natürlich auch die Grohe Wasserbar. Und ein herzliches Dankeschön auch an die Medienpartner, die schon hinter mir aufgelistet sind. Also es sind sehr viele und das ist ganz wunderbar. Ja, damit kommen wir zur... Zur zweiten Karte, die ich Ihnen vortrage, fast überflüssig, denn es geht hier darum, dass ich Ihnen einfach nochmal die fünf verschiedenen Formate vorstelle, die heute angeboten werden. Das sind zum einen Keynotes und Panels, zum anderen interaktive Foren. Hier gibt es die Besonderheit, dass zwei Sessions sich wiederholen. Das heißt, wenn Sie thematisch interessiert sind, können Sie zum einen in die eine Session gehen und dann nochmal sich die andere anhören. Sie verpassen also nichts. Das war der Gedanke dahinter. Es gibt ein Netzwerkcafé von 11:30 bis 12:30 oder 11:30 bis 12:30. Das geht dann fließend über in die Mittagspause. Da können Sie also sich auch etwas zu essen schnappen und weiterreden. Die Themen sind Energieerzeugung, Materialsortierung, Textilien, Jobs der Zukunft. Und dort ist eben dann Raum für Austausch und Gespräch. Das Netzwerkdinner heute Abend mit Ihrem Namensschild, das haben Sie alle umhängen. Ich habe meins abgemacht, weil das dann sonst nur hier so rumflattert. Also dieses Namensschild ist Ihre Eintrittskarte für heute Abend. Wenn Sie vorher gehen, geben Sie es bitte am Ausgang oder an der Garderobe wieder ab. Und wenn Sie dann heute Abend nach dem Netzwerkdinner gehen, bitten wir auch darum, dass Sie diese Namensschilder wieder abgeben.
komme ich schon zur dritten Karte. Also wir haben es gleich geschafft. Social Media Team, wo ist Birgit Goldbecker? Dort, stehen Sie doch mal bitte auf. Und Lisa Gebhardt, wo ist sie? Im Moment da. Einen herzlichen Applaus für die beiden. Denn Sie kümmern sich um Social Media. Es gibt einen Live-Bericht auf Facebook. Sie als wunderbares Publikum sind herzlich eingeladen, Zitate auf Twitter weiterzugeben, zum Beispiel das mit der Hirnmasse und der Biomasse. Das eignet sich, glaube ich, schon mal ganz gut. Und Sie können natürlich auch ansonsten posten oder Fotos einstellen und so weiter und so weiter. Und der Hashtag ist dort zu sehen, nämlich C2CC18. Ja, der letzte Dank auf meiner dritten Karte, den ich von ganzem Herzen nochmal aussprechen möchte, obwohl es eben schon mal angeklungen ist. Es gibt 100 freiwillige Helfer zu erkennen an den blauen Shirts. Bitte nochmal einen kräftigen Applaus für diese Unterstützer. Applaus.